Ich legte das Blatt in den Garten und keines mehr vor den Mund und wirkte den Zauber. Doch dann... Dann stand plötzlich Margaret vor mir. Margaret, oder? Ja. Margaret? Die beste Freundin meiner Kindheit. Sie stand da mit offenem Mund und großen Augen. Und sagte, meh. Nein. Wahrscheinlich ist das die goldene Kuh, die wir da unten gefunden haben. Oh ja, Tatsache. Oder die Ziege, oder was auch immer. Die Ziege, ja. Tatsache. Vor meinen Augen wurde sie wurde in Gold verwandelt. Ach du meine Güte. Himmel. Das leuchtet gar nicht ein. Ich schrie und weinte, aber ich wusste, ich konnte niemanden um Hilfe bitten. Wenn es jemand sehen würde, wüsste er, dass dies das Werk einer schändlicher Magie war. Und Margaret würde nicht zurückkommen. Das ist ja schrecklich. Wir haben alle Mitleid mit ihr. Verbrennt sie! Dann erschien die Hexe. Nein, nein, wir haben alle zu sehr Mitleid mit der Hexe. Verbrennt lieber doch, Maya! Dann erschienen die Gesichter meiner Eltern plötzlich vor meinen Augen. Wir mochten arm gewesen sein, doch wir waren stets eine glückliche Familie. Ich hätte auch um die Sicherheit meiner Eltern fürchten müssen, hätten sie mich als Hexe gebrandmarkt und eingesperrt. Dieser Gedanke marterte mich am meisten, und so beschloss ich, mein Leben zu beenden. Oh. Ins Wasser? Es hat gerade Klatsch gemacht. Ich warf mich in... Warte mal, bevor du das liest. Und zwar, Jean Erlington setzt Platscher ein. Es ist nichts passiert. Ich warf mich in den Fluss bei der Stadt. Es war Winter und das Wasser war eiskalt. Aber trotzdem, das ist schlimm, weil ich meine, das ist... Oh, ich konnte das ist ein trauriges Thema. Ich konnte mich nicht bewegen. Es war schmerzhaft. Mein Bewusstsein glitt hinfort. Auf dem kalten Eis. Du kannst doch alles kaputt machen. Nein, wieso? Weil es war auch glatt. Oh. Meine nächste Erinnerung. Ich war in Herrn de Victoires Residenz. Er riskierte sein Leben, als er in den eiskalten Fluss sprang, um mich zu retten. Ich brach in Tränen aus und erzählte ihm schließlich alles. Ich wollte nicht nach Hause zurück. Irgendwann hätte ich meinen Eltern nur Kummer bereitet. Herr de Victoire lauschte meinen Worten, ohne mich zu unterbrechen. Und dann sagte er Folgendes. Du kannst hier bleiben, aber von nun an musst du als Junge leben. Auch nicht schlecht. War klar, dass das synchronisiert war. Herr de Victor traf sich mit meinen Eltern und erklärte ihnen alles. Upsa. Ja, mein Stylus. Ja. Sie waren sehr traurig, aber sie stimmten ihm zu, dass es am besten wäre, wenn ich nicht zurückkehren würde. Arme Frau Erlington, all das muss ganz schlimm für Sie gewesen sein. Mein Meister kaufte meinen Eltern ein Haus, damit sie sich nie mehr um die Miete Gedanken machen mussten. Und Margaret, sie war eine goldene Statue. Er brachte sie in seine Residenz. Oh, Statue. Mhm. Er wusste, dass jeder, der sie so sah, den Vorfall sofort melden würde. Und diese Frau, Margaret, ist sie immer noch eine goldene Statue? Yep. Ja. Kurios. Mir ist kein Bericht bekannt, in dem eine Person dieses Namens als vermisst gemeldet wurde. Margaret ist... Sie wird im Keller unter der Chatudiersche-Tube meines Meisters aufbewahrt. Im Keller? Berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber diese Margaret, ist sie vielleicht... Ja, meine treue Freundin war eine blöde Ziege, die wir bei unserem Haus hielten. Eine. Sie sind ja wirklich krank. Normale Leute haben beste Freunde unter den Menschen, aber nicht unter den Ziegen. Ziege? Wie sprechen Sie mit mir?
Bis dahin studierte Herr de Victoire vor allem die Kunst der Medizin. Doch nach dem Unfall mit Margaret wurde er als Alchemist bekannt. Er wollte Ziegen zu Gold machen. So wurde er also zum Alchemisten. Ich kann mich noch daran erinnern, mich gewundert zu haben, dass nur diese Ziege nicht mit Staub bedeckt war. Und so begann ich ein neues Leben als Butler von Herrn de Victoire. Herr de Victoire arbeitete manchmal als Arzt, um die Krankheiten der Bewohner Labyrinthias zu heilen. Als seine Assistentin habt ihr auch Hingabe gezeigt, den Bewohnern mit eurer Arbeit zur Seite zu stehen. Ich vergaß, dass ich eine Hexe war und ich lebte ein glückliches Leben und war mit allen Leuten und der Welt im Reinen. Ich dachte, es würde für immer so bleiben. Doch diese friedvollen Tage fanden ein jähes Ende. Erzählt doch bitte, was um Labyrinthias Willen war der Grund für eure Taten? Sogar ich bin mir nicht sicher, wie genau es dazu kommen konnte. Nur eins ist gewiss. Es kam. Alles begann vor 3 Monaten. Monden. Und zwar... Ja. Beides. Und zwar mit diesem vermaledeiten Blitzeinschlag. Blitzeinschlag. Schellag. Herr de Victoire und ich waren auf dem Heimweg. Wir trugen Proben für Experimente. Plötzlich erschien ein alter Glockenturm in Flammen. Jeder, der ihn erblickte, war verblüfft. Wo liegt denn Flammen? Das ist im Harz. Ich war im Harz. Wirklich? Ein Ort namens Schladen. Du bist denn da wieder rausgekommen? Das ist doch so klebrig. Aber der Ausdruck auf dem Gesicht meines Herrn war anders. Er war anders als alles, was ich vorher je zuvor sah. Genau. Was meint ihr damit? Sein Gesicht war so fahl und von blankem Horror verzerrt. Er erzitterte am ganzen Leib. Sehr fahl, sehr von blankem Horror. Es war nicht nur die Verwunderung über ein ungewöhnliches Phänomen. Es schien, als hätte er Angst vor etwas Bestimmten. Ich finde, sie hat da irgendwie mehr Horror im Gesicht als er. Mhm. Womöglich sah Herr de Victoire etwas, das andere nicht zu sehen vermochten. Er verzichtete in dieser Nacht auf seine Experimente und begann, einen Brief an jemanden zu schreiben. Ein Brief? Das leuchtet ein. Ich fand es heraus, als ich ihm seine übliche Flasche Tomatensaft brachte. Er war fieberhaft am Schreiben, fast so, als wäre er besessen. Ich konnte einige sehen. Einige Worte dieses Briefes. Könnten Sie das bitte nochmal wiederholen, Miss Arlene? Ach so, das leuchtet ein. Alles enthüllen, okay. Ich muss das nochmal so durchlesen, nicht, dass ich das wieder vergesse. Oh. Herr de Victoire, er war im Begriff zu geschehen. Ich glaube nicht. Was glaubst du? Ich glaube, der hatte was anderes vor. Er meinte die große Hexe. Ja, so habe ich das. Hexana. Ja, so habe ich das auch eher verstanden. Die große Hexe Rosana. Ja. Oder vielleicht die große Hexe Aquana. Na gut, weiter. Ja. Wir müssen uns noch ein paar aufheben. Er war im Begriff zu geschehen. Dass ich eine Hexe bin. Dass ich eine Hexe bin. Komm doch mal rüber, Mann. Das setz ich zu mir hin. Weil ich eine Hexe bin. Mr. Hexe. Mir wurde ganz schwarz vor Augen. Wie lange machen wir noch? Ich werde das Gefühl, das mich in diesem Moment übermannte, niemals vergessen. Als er mich übermannte? Ja, ich würde es gern wissen. So, sorry. Können wir das bitte noch zu Ende bringen? Ja, komm. Ich will sie brennen sehen. Ich habe so das Gefühl, es gibt eine halbe Stunde Monolog. Habt ihr euch in jedem Moment entschieden, das Verbrechen zu begehen? Als erstes versenkte ich einen Teil der Wand in meiner Schatube. Es war eine Ausrede, diesen Abschnitt Wand anzustreichen. Und zwar grün anzustreichen.
Aber warum sollte man dann auf einmal mit Grün drüber streichen? Ja, wegen dem Zauberspruch. Ja, ja, aber nee, warum sollte man das als Ausrede, also die Wand versenkt ist okay, aber warum sollte man da ausgerechnet mit Grün drüber streichen und nicht mit einer Farbe, die auch deckt, ja, ja. So, dass es... Weil die halt noch übrig war. Und dann habt ihr die Wand hinter dem Gemälde der in der Studierstube angestrichen. Chatudierschatube angestrichen. Hätte dieses Wort nie mehr sagen können. Und als jene schicksalhafte Nacht hereinbrach. Ich werde das irgendwo in dem Fan, in dem Fan-Dub von Ace Attorney einbauen. Benutzt. Scheißegal, ob das völlig irrelevant ist, aber ich geb dir irgendwie bei Edgeworth das Wort Studierstube. Okay. Benutze ich eine Schöpritze, um ein Schlafmittel durch die Korken der Flasche Tomatensaft zu schöpritzen. Durch die Flasche Orba. Stimmt. Mir schwirrten eine Unmenge Gedanken durch den Kopf, als ich meinem Herrn eine gute Nacht wünschte. Und dann sagt er, oh! Bah! Dann trank er. Und dann sagt er, bah! Und fiel um. Sie wollte nur den Brief lesen eigentlich. Doch dann. Ich öffnete das Portal hinter ihm. Und da saß er direkt vor mir, schlafend. Ich griff nach dem Brief in der Ablage, sehr bedacht, ihn nicht aufzuwecken. Doch dann erwachte der Brief und sagte, hey, weck mich nicht! Und dann erwachte Herrn de Victoire und sagte, hey, weck mich nicht! Und dann erblickte ich den Namen auf dem Umschlag. Und wer war der Schöpfer? Moment. Ah, es klappt nicht. Oh. Und wer war der Schöpfer? Jonathan Frakes. So, das hätten wir. Als ich diesen Namen las, wurde mir zum wiederholten Male schwarz vor Augen. Es ist unmöglich, die schicksalhaften... Nichts ist unmöglich! Die schicksalhaften Fäden der Geschichten des Schöpfers zu entrinnen. Oh Gott. Schicksalhafte Geschichten des Schöpfers. Und bei keinem muss ich den Sprachfehler anwenden. Ja. Mir kam es so vor, als hörte ich, wie alle Türen zu meinen Fluchtwegen zugeschlagen wurden. Es war der Klang purer Verzweiflung. Ich möchte, dass ihr mir glaubt, dass mir der Gedanke, Herrn de Victoires Leben zu beenden, niemals in den Sinn kam. Doch dann tat ich es. Ich plante lediglich, diesen vermaledeiten Brief zu stehlen und anschließend zu verschwinden. Aber als ich meinen Herrn anschaute, wie er da vor meinen Augen schlief, da wurde sie richtig. In genau diesem Moment fühlte ich eine bösartige Präsenz in mir erwachen. Warum hat er damals mein Leben gerettet? Und warum hat er mich verraten? Bevor mir bewusst wurde, was eigentlich ich tat, umklammerten meine Hände seinen Hals. Er bewegte sich überhaupt nicht. Also hielt seinen Hals weiterhin fest im Griff. Sie hatte alles im Griff. Auf dem sinkenden Schiff. Oh. Das ist sie. Die Titanic. Also keine Panik. Da ist schon Land in Sicht. Das ist die Wahrheit darüber, was vor 3 Monaten geschah. Oh. Trotzdem um die Hexe aus Ghana. Da wäre noch eine Sache, die sich mir weiterhin entzieht. Die wäre, ihr sagtet, ihr wolltet flüchten, sobald ihr den Brief gestohlen habt. Und trotzdem habt ihr weiterhin in der Residenz Herrn de Victoires gewohnt. Und steht heute hier. Ja, das macht ja auch Sinn, weil sie muss erst ja eher vertuschen. Warum seid ihr nicht geflohen? Wohin denn? Mit dem Prozess? Im Taxi? Mein Leben wurde durch die Absurdität der Magie ins Chaos gestürzt.